willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Heute rauben wir den größten Juwelen-Store in ganz Roblox aus, stehlen den größten Diamanten dieser Welt und kommen hoffentlich ungeschadet davon. Wenn ihr neu hier seid, dann abonniert gerne den Kanal, verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Eigentlich kommen jeden Tag neue um 15 Uhr und dann würde ich sagen, let's go. Alles klar, wir sind jetzt in Game. Das hier sind übrigens alles Leute, die auch von meinem Discord gekommen sind. Da habe ich nämlich ausgerufen, dass wir zusammen spielen können. Also, falls ihr noch nicht auf meinem Discord seid, dann guckt unbedingt auf dem Link in der Beschreibung und könnt ihr joinen. Und dann könnt ihr als nächstes genauso mit in dem Video sein, wie die drei Leute heute hier. Alright, wir sind jetzt hier in diesem coolen Labor. Da unten sitzt wahrscheinlich unser Anführer. Willkommen, Leute. Ich werde ganz ehrlich gleich zum Punkt kommen. Ich habe euch hier gebracht für eine geheime Mission. Innerhalb vom robloxischen Edelsteinladen sind Diamanten. Wir müssen schnell rein, wir müssen schnell raus. Zieht eure Ausrüstung an und dann können wir den Plan durchgehen. Alles klar, Mr. Anführer, unsere Ausrüstung ist wahrscheinlich hier drüben. Bankräuber auswählen, perfekt. Pistole auswählen und dann bin ich... Oh mein Gott, ich habe keine Haare mehr. No! Okay, okay. Die gute Nachricht ist, es sind alle ausgerüstet. Gute Wahl, lass uns anfangen. Wenn wir ankommen, sind da zwei Powerpaneele. Die müssen wir beide ausschalten. Alles klar. Sobald wir drinnen sind, müssen wir den Diamanten holen und dann so schnell wie möglich aus dem Laden wieder raus. Alles klar, ab in den Van. Alle bereit und let's go! Durch den Wald. Ich finde es schön, wie unauffällig wir sind in unserem fetten Militär-Van, der bestimmt nicht leise ist. Aber wir sind zu fünf, wir sind alle unauffällig angezogen. Keiner weiß, wer wir sind, wann wir kommen, woher wir kommen und was wir vorhaben. Ich bin mir sicher, so gut ist die Security nicht. Es ist ja nur der größte Diamant in ganz Roblox, also keine Sorge. Da ist unser Anführer. Wie ist er denn so schnell hierher gekommen? Warte, sind wir gerade gegen die Straßenlaterne gefahren? Naja gut, hier sind wir. Da gibt es zwei Schalter, die müssen wir beide ausschalten. Alles klar, kein Problem. Das gibt uns exakt 2 Minuten, in denen wir das Alarmsystem ausgeschaltet haben. Deaktiviere die Stromversorgung. Ich gehe rechts. Ich nehme an, einer von meinen Kompaninnen geht hier links lang. Zack. Und interagieren. Okay, perfekt. Die eine Seite ist ausgeschaltet. Gute Arbeit, richtig Ronja und Dada 2007 Papi. Okay, ich denke, wir können hier gleich rein. Um reinzukommen, braucht ihr einen Sprengstoffkörper. Okay, wo kriegen wir den her? Alle bereit machen? Oh mein Gott, okay. Und ein Stück zurücktreten. Vielleicht ganz gut, dass er das sagt. Sonst explodieren wir hier noch alle. Ich finde es schön, wie wirklich 0% unauffällig wir sind. Ich dachte, wir gehen durch irgendeinen Hintereingang, aber wir sprechen einfach die Haupttür. Schnell, wir haben nicht lange, bevor Leute es finden. Okay, alles klar. Kein Ding. Stehle den kompletten Schmuck. Okay. Dann fange ich hinten an. Glas zerbrechen. Und 1, 2, 3. Nächstes Glas zerbrechen. 111 sind das. Gott sei Dank habe ich hier Leute, die mit mir spielen. Dankeschön. An alle, die sich gemeldet haben. Wie sollen wir das in 2 Minuten schaffen? Das ist überhaupt nicht möglich, aber ist okay. Zeit nachzudenken haben wir später. Hoch geht's. Da sind wahrscheinlich die letzten. Und genau... Oh mein Gott! Da ist der größte Diamant. Okay, okay. Den müssen wir irgendwie kriegen. Brauchen wir dafür einen Kran? Den können wir doch nie im Leben raustragen, so schwer wie der ist. Bin mir sicher, wenn wir hier alle geklaut haben, können wir den großen noch nehmen. Der ist nämlich unser Hauptziel, okay? Wir kommen hier für den größten Diamanten auf der Welt. Oh, das wird nochmal richtig knapp. Wir haben noch 20 Sekunden, aber wir sind schon bei 100. 101, 2, 3, 4. Hier ist Nummer 5. Oh. Okay, Glas zerbrochen und... 111 von 111. Wo ist der große Diamant? Haben wir den schon? Okay, perfekt. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie raus. Oh nein, ich höre die Polizeisirenen. Kein Ding. Wir haben alles getan, was wir tun müssen. Wir müssen rauskommen, bevor die Cops kommen. Okay, wir sind schon da. Wir sind ein gut koordiniertes Einbrecherteam, okay? Schnell, wieder ab in den Wagen. Polizisten! Nein! Okay, das sind 2. Das sind 3. Das sind 4. Schnell, schaltet sie aus. Wir können sie nicht hinter uns haben. Okay, ich denke, dafür habe ich mein Leben lang trainiert. Da ist Polizist Nummer 1. Kann ich nachladen? Ist meine Pistole leer? 1, 2, 3, 4. Den haben wir damit gemacht. Den haben wir erwischt. Da hinten ist noch einer. Haben wir ihn? Okay, perfekt. Sehr gut, weiter so. Haben wir noch einen? Okay, gute Arbeit, Team. Aber es ist noch nicht vorbei. Schnell, ab in den Van.
Wir haben leider einen Mitstreiter verloren, aber wir sind noch zu dritt. Plus wir haben den Anführer. Okay, ihr müsst fahren. Ich kümmere mich um die Cops. Okay, ich vertraue euch. Ihr müsst gut fahren. Nicht in was reinknaschen. Okay, das ist nicht so schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Nach links, nach links, nach links und wieder nach rechts. Okay, kein Ding. Wir müssen hier 2 Minuten irgendwie überleben. Aber unser Team ist gut. Wir haben hier noch 87% Autogesundheit. Okay. Die Frage ist jetzt mehr, die sich mir stellt, was machen wir mit den ganzen Diamanten? Wir haben jetzt 111 Diamanten geklaut, plus einer davon ist ungefähr 5 Meter groß. Das heißt, wir haben wahrscheinlich unendlich viel Geld und wir können uns die größte Luxusvilla der Welt kaufen. Andererseits wissen die ja, dass wir eingebrochen haben. Das heißt, wir können die nicht wirklich verkaufen. Wir können ja nicht sagen, oh, nachdem die Polizeimeldung kam, aus einem Diamantenmuseum wurden, oder beziehungsweise aus einem Diamantenladen, wurden 111 Diamanten geklaut, plus der größte in ganz Roblox. Und dann kommen wir mit dem größten an und dann so, hi, was kriegen wir denn dafür? Gut gefahren! Alles klar, traut er uns wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hasst er, wie wir Auto fahren. Es ist fast... Guck mal hier, er fährt hier gegen einen... Oh mein Gott, hättest du uns mal fahren lassen. Diese blöden Straßenlaternen. Aber kein Ding. Kommt hier rüber, Leute. Wir können uns in der Kanalisation verstecken. Dort finden sie uns nicht. Alles klar? Das ist vielleicht ein guter Trick. Oh mein Gott. Alles klar. Wir sind jetzt hier in irgendeiner unterirdischen Kanalisation mit was auch immer das grüne Zeug ist. Ich will es wahrscheinlich nicht wissen. Es ist besser als im Gefängnis. Es ist das. Es riecht nicht so angenehm hier unten. Und im Gefängnis kriegt man wenigstens Essen. Und wir haben Klo. Und wir haben Schlafplatz. Kommt, Leute, wir müssen weitergehen. Auf die andere Seite. Aber kommt nicht an das giftige Wasser. Ach so. Ja dann, gar kein Ding. Hatte ich eh nicht vor. Ich bin kein Freund des giftigen Wassers. Uff. Boah, bin ich froh, dass ich mit der Easy viele Parcours-Maps gemacht habe mittlerweile und viele Obbys gespielt habe. Ich bin so schlecht sonst in sowas. Aber dadurch habe ich jetzt immerhin das notwendige Training und hoffe, dass ich jetzt hier nicht in was auch immer das Zeug hier unter mir ist, reinfalle und dann einfach wahrscheinlich mich auflöse. Knapp. Zack, einmal weiter. Damn, ist das lang. Okay, hier hoch, hier weiter. Wichtig, links rum. Okay. Aber da ist schon die Ziellinie. Wir haben es schon fast geschafft. Und weiter geht's. Jetzt geht's wieder hoch. Gute Arbeit, Leute. Das sieht aus wie der Ausgang. Lass uns hier rauskommen. Jetzt, please. Ich will raus. Lass mich frei. Ich will nicht in der Kanalisation sterben. Damn. Die eine hat wieder richtige Haare. Naja, gut. Der hat uns nicht... Oh mein Gott, was ist denn das für ein riesiger Polizeianführer? Wie wagt ihr es, in meinem Dorf zu stehlen? Ihr geht alle ins Gefängnis. Alles klar. Ich hole meine Pistole schon mal raus. Nein, gehen wir nicht. Eliminiere den Sheriff. Okay. Kein Ding. Manchmal muss die Waffe nachladen, dann dauert es eine Weile. Ich bin mir nicht sicher, ob man mehr Schaden macht, wenn man gegen den Kopf schießt, aber ich versuche jetzt einfach mal mein... Ah, es macht gar keinen Unterschied. Okay. Damn, der hat viel Leben. Okay, kein Ding, er explodiert hier irgendwas. Okay, keine Sorge, wir haben ihn jetzt... Obacht. Aber wir können weiter schießen. Da oben... Was ist denn das da unten? Schlechter Kauf. Was macht er denn? Ist es ein schlechter Kopf? Warum kann er fliegen? Warum haben wir einen fliegenden, riesigen Polizisten in der Stadt und haben uns trotzdem gedacht, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir rauben den Diamanten. Aber ist okay. Wenn wir den ausgenockt haben, wüsste ich nicht, wer uns noch aufhalten kann. 1300. Wir haben hier auch richtig gute Mitspieler. Die sind hier alle richtig voll am Helfen. Okay. Nur noch 800. Wir haben es fast. Noch ein paar Schüsse. Und eine Reihe noch. 560. Da sind wir schon fast fertig mit. Der Anführer könnte auch mal helfen. Der steht hier nur dabei. Der nennt sich hier Anführer, aber dann ist er sich zu fein dafür zu kämpfen. Naja, gut. Es ist ein bisschen schade. Jetzt haben wir ihn. Nein. Hier explodiert noch mal was. Okay, ich denke, wir müssen die kleinen Cops noch erledigen schnell, bevor die uns hier zur Gefahr werden. Aber ich denke, was ist mit den Cops hier los? Das ist eine hervorragende Frage, Mr. Anführer. Schnell, wir können immer noch entkommen. Okay, aber wo? Müssen wir wieder in den Van? Den Van hast du doch gerade gegen die Wand gefahren. Ab in den Van, go, go, go. Warum hätten wir nicht einfach im Van bleiben können? Warum ist er denn gegen die Säule gefahren? Wo ist denn überhaupt der Van? Ah, da ist der Van. Okay, wir müssen von ihnen wegkommen. Ich denke, wir müssen hier eine Entscheidung treffen. Links oder rechts? Ich bin für rechts. Ich habe vergessen, in welche Richtung der Bunker ist. Sollen wir links oder rechts lang?
Ich sag rechts. Yay, okay. Rechts, ich hoffe, ihr habt recht. Lustiges Wortspiel, was er da gemacht hat. Funny. Nein! Leute. Das war nicht der richtige Weg. Das war überhaupt nicht war das der richtige Weg. Das war sowas von, war das der falsche Weg. Das sind 6 kleine Polizisten und der Riesenpolizist ist wieder da. Raus aus dem Auto und Hände hoch. Können wir nicht umdrehen? Hey, Mr. Anführer. Hast du Lust, umzudrehen? Ihr seid unter Arrest. Hoppala. Nein, hätten wir links wählen sollen? No, okay. Alles klar, wir haben es versucht, okay? Wir haben bis auf den Tod gekämpft. Wir hätten fast geschafft, den größten Diamanten zu stellen. Aber es hat nicht ganz gereicht, weil mein Orientierungssinn uns am Ende wieder zum Verhängnis geworden ist. Es tut mir sehr leid an meine Mitstreiter. Alle haben ihr Bestes gegeben. Wie gesagt, falls ihr auch mal in einem Video dabei sein wollt, könnt ihr gerne meinem Discord joinen. Ansonsten abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss.